Was passiert eigentlich in unserem Kopf, wenn es zu Streitsituationen kommt? Und wie kann uns das helfen, Konflikte besser zu lösen? Wir sind Rune und Marvin und diesmal waren wir in Freiburg und haben mit Truck wieder mit Leuten über ihre Konflikte gesprochen. Und heute reden wir darüber, dass wir in Konflikten eigentlich immer der Meinung sind, die andere Seite hätte etwas falsch gemacht. Wenn ihr also mehr über die Bedingungen von Konflikten wissen wollt und wie ihr eure Streitigkeiten damit besser lösen könnt, dann bleibt dran und wir nehmen euch mit auf Streitkultur. Konflikt- und Streitsituationen kennen wir ja letztlich alle irgendwie. Aber was ist eigentlich so typisch für solche Situationen? Was passiert da in uns drin? Psychologinnen und Psychologen haben 4 Dinge gefunden, von denen Menschen überzeugt sein müssen, damit sie eine Situation als Konflikt wahrnehmen. In Freiburg habe ich mit Violet über eine dieser Überzeugungen gesprochen. Nämlich die, dass die andere Konfliktpartei Dinge getan hat, die sie nicht hätte tun dürfen. In der Konfliktforschung nennen wir das Norm- und Anspruchsverletzung. Ja, hallo, ich bin die Violet und ich lebe in einer WG, bestehend aus 16 Menschen. Da kommt es zu verschiedenen Problemen. Also wir mussten halt irgendwann für unsere WG halt mal Router holen, weil wir die verpflichtend auf dem Zimmer haben mussten. Und natürlich kommt nicht jeder dazu, welche zu holen. Und da ich sehr hilfsbereit bin, dachte ich, gehe ich mal runter zum Hausmeister und stellte die vors Zimmer. Am Abend sprach ich eine Person darauf an und sagte, ob er das gesehen hat, also fragte, ob er dies gesehen hatte. Und darauf entgegnet er ja. Und dann ging es mit einem Streit zum Thema Vormunden und einfach einer einstündigen Auseinandersetzung ging es dann los. Ohne dass ich wusste, worum es eigentlich geht. Die Person hat es mir so kundgetan, dass ich hätte doch zumindest mal den Respekt haben sollen, sie zu fragen, ob sie den Router auch möchte. Für mich, also aus meiner Sichtweise, ergab sich halt aus der E-Mail, die wir von der Leitung bekommen haben, er ist nicht für alle. Also konnten wir uns gar nicht aussuchen, ob wir den haben wollten, weil der quasi Vertragsgegenstand war. Und da gab es für mich eine Diskrepanz, die aber für uns erst nach mehr als einer halben Stunde einigermaßen auseinanderklamüsert wurde. Immer noch mit so einem leichten Geschmäckle, sagt man hier so im badnerischen Raum, dass man denkt, ja okay, da hätte man anders vielleicht allgemein anders kommunizieren müssen, um das dann nicht eskalieren zu lassen. Okay, Geschmäckle nennt man das also in Baden-Württemberg, habe ich auch noch nicht gewusst. Aber jetzt mal im Ernst, also Violet hat ja jetzt gerade erzählt, sie hat einen Router für alle ihre Mitbewohner geholt, weil sie halt einfach einen brauchten. Und dem einen Mitbewohner hat es aber einfach nicht gepasst. Was jetzt so wirklich das Problem war, das ist jetzt eigentlich noch nicht ganz so klar, oder? So ein bisschen hat er sie zumindest schon anklingen lassen, ihr Mitbewohner hat sich daran gestört, dass sie nicht gefragt hat. Und da scheint sie hat da quasi in seinen Augen eine Norm verletzt, weil sie nicht gefragt hat. Und interessanterweise ist das ja gar nicht so weit von dem entfernt, was letztlich sie auch an seinem Verhalten gestört hat. Aber wir können da nochmal weiter reinschauen, dann wird es vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Welche Wertvorstellung auf deiner Seite steckt da dahinter, dass du sagst, hätte ich mir eine andere Herangehensweise gewünscht? Naja, für mich selber ist es so eine Sache des Respekts und der Achtung, dass man versucht, mir wenigstens zuzuhören, also sprich, dass man, wenn ich etwas sage, nicht irgendwie einfach weiter gegen argumentiert, sondern mir wirklich versucht, mir irgendwie zuzuhören und zu sehen, okay, da gibt es irgendeinen Gedankengang hinter und nicht einfach zu sagen, okay, ich haue jetzt drauf und greife an, sondern einfach dieses Zuhören, dieses Empathische halt. Weil irgendwie, wenn das nicht passiert, dann kann man quasi gar nicht irgendwie weiterkommen. Also keine Kommunikation beginnt, wenn man sie führt, gut oder endet gut, wenn man sie mit Aggression führt. Ich finde, da hat Violet auch einen richtig wichtigen Punkt aufgemacht, nämlich, dass ein Knackpunkt in Konflikten oftmals die Kommunikation ist. Aber jetzt ist ja auch generell klarer geworden, was eigentlich Violets Problem war, nämlich dass der Mitbewohner sie schon kritisiert hat, ohne nachzufragen, was sie eigentlich vorhatte. Also ihr scheint es leider sehr wichtig zu sein, sich gegenseitig zuzuhören. Sprich, dahinter liegen dann so Normen wie empathisches Miteinander, so ähnlich sagt sie es. Sich zuhören könnte man auch einfach sagen. Ein respektvoller Umgang, hat sie auch so ähnlich gesagt. Jetzt haben wir immer wieder über Normen und Ansprüche in Konfliktsituationen gesprochen. Aber was solltet ihr darüber wissen? Erstens, Konflikte entstehen nicht einfach nur, weil jemand nicht das bekommt, was er oder sie gern möchte. Wie bei Violet auch, spielen verletzte Normen und Ansprüche in Konflikten eine zentrale Rolle. Wenn mehrere SportlerInnen gewinnen wollen, aber es nur eine Person geben kann, die dann tatsächlich gewinnt, resultiert daraus ja auch nicht unbedingt ein Konflikt. Erst, wenn jemand eine Norm verletzt hat, also zum Beispiel jemanden gefoult hat, und damit der Anspruch auf fairen Wettbewerb verletzt wird, werden Konflikte wahrscheinlich. Zweitens,
Normen sind extrem vielfältig. Es kann etwas sein, das man in seiner Erziehung so gelernt hat, etwas, das die eigene Kultur oder Religion vorlebt, oder etwas, was in Recht und Gesetz so festgeschrieben ist. Normen reichen von Pünktlichkeit über Ehrlichkeit bis hin zur Gleichberechtigung. Doch für die meisten Menschen gelten Normen, die für sie wichtig sind, auch gleichermaßen für andere. Konflikte sind gerade deswegen häufig verhärtet, weil jede Seite der Meinung ist, dass die eigene Norm gültig ist, das heißt die Sichtweise der anderen ungültig ist. Drittens, trotzdem können wir mit Norm- und Anspruchsverletzungen konstruktiv umgehen. Zum Beispiel mit alternativen Sichtweisen, also die Sache einfach mal anders zu sehen. Das bedeutet dann nicht, dass man die eigenen Wertvorstellungen komplett aufgibt. Gilt etwa die Norm der Ehrlichkeit immer und unter allen Umständen? Kann kompromisslose Ehrlichkeit vielleicht auch negative Folgen haben? Solche Fragen habe ich auch Violet für ihren Konflikt gestellt und es war echt erstaunlich, wie gut sie damit umgegangen ist. Ist die Geltung dieser Norm allgemein anerkannt oder würdest du sagen, okay, das ist vielleicht, dass das mir besonders wichtig ist? Beim Respekt, da würde ich schon sagen, dass man gegenwärtigen Respekt vor Menschen hat. Und da würde ich schon so weit gehen und sagen, sie ist anerkannt und somit auch wünschenswert. Kannst du dir unerwünschte Nebeneffekte vorstellen, die entstehen könnten, wenn man so deine Wertvorstellung immer und überall durchsetzen würde? Ja, kann ich mir vorstellen. Und zwar, wenn es heißt, immer heißt Respekt, Respekt, okay, Respekt durchsetzen, also den dann durchboxen, ist halt so eine Sache, weil Respekt ist ja eigentlich auch nicht einseitig. Das heißt, wenn man meine Interessen halt quasi aus dem Prinzip Respekt durchbuttern wollte, also quasi immer durchsetzen wollte, wäre das Problem, dass wir sagen müssen, da geht die andere Perspektive und Möglichkeit, also der Möglichkeit der gesellschaftlichen Interaktion verloren. Weil dann hätten wir quasi meine Sicht, ich möchte das ja so haben, so essen, so machen, aber was passiert mit dem anderen Individuum? Das heißt, wir hätten keine Gesellschaft, die quasi fähig wäre, miteinander zu tagieren, wenn wir Einzelinteressen nur durchsetzen würden. Und von einer Person vor allem. Was macht das mit deinem Blick auf diese spezifische Streitsituation, auf die Router-Situation? Für mich ist es dann ganz klar so, dass wir beide uns eigentlich über was aufgeregt haben, was wir hätten eigentlich gar nicht haben müssen. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal irgendwas habe, was ich mitbringe, mache oder sonstiges, habe ich im Hinterkopf, die Person hat andere Wertvorstellungen. Ich suche erst das Gespräch und dann interagiere ich mit der Person, weil dann haben wir uns über die gleichen Werte ausgetauscht und können dann harmonisch miteinander leben, ohne dass einer den anderen wertemäßig unterbuttert. Okay, was ich hier jetzt schon ein bisschen crazy finde, ist, dass wir erst dachten, dass Violet und ihr Mitbewohner total weit voneinander entfernt sind. Aber jetzt merken wir, dass sie beide über Respekt reden, aber es da halt Differenzen gibt. Bei Violet ist es so, sie will den Respekt haben, dass ihr Mitbewohner erst nachfragt, bevor er sie kritisiert. Und ihr Mitbewohner möchte den Respekt haben, dass er selbst entscheiden kann, ob er diesen Router haben möchte oder nicht. Also Stichwort Selbstbestimmung. Und das haben wir in Konflikten häufiger, dass man erst denkt, man ist total weit voneinander entfernt und dann lassen sich doch Gemeinsamkeiten finden, auf denen man dann eine Grundlage fassen kann und darauf dann halt die Konfliktlösung aufbauen kann. Und am Ende ist ihr das ja hier super gelungen. Also es ist ja am Ende super reflektiert damit umgegangen. Ganz am Anfang hat sie aber auch nochmal gesagt, ja, ich gehe davon aus, Respekt ist eine Norm, die gilt immer und überall und für jede Person. Und das zeigt ja genau das, wie wir in Konflikten mit Normen umgehen, nämlich dass wir sie eben gar nicht hinterfragen. Jetzt war das hier eine besondere Situation, weil sie tatsächlich am Ende festgestellt haben, okay, es geht uns eigentlich sogar um die gleiche Norm. Aber es scheint da wirklich wichtig zu sein, genauer hinzuschauen, welche Normen sind es für mich, welche Normen sind es für die andere Person, um da auch die vielleicht nur kleinen Differenzen deutlich zu machen. Diese Art, mit verletzten Normen und Ansprüchen umzugehen, nennen wir Relativierung. Es geht darum, den Fokus auf das, was mir wichtig ist, etwas zu lösen. Dadurch versteife ich mich dann nicht mehr so sehr auf das Fehlverhalten der anderen Seite. Ich lasse alternative Sichtweisen zu. Das ist leider gar nicht so einfach und funktioniert im Alltag nicht immer so gut wie bei Violet. Aber es gibt ein paar Fragen, die ihr euch selbst stellen könnt. Fragt euch, ist die Norm wirklich allgemeingültig anerkannt oder ist sie vielleicht nur mir besonders wichtig? Kann das hundertprozentige Durchsetzen dieser Norm vielleicht auch mal unschöne Folgen haben? Und gibt es umgekehrt vielleicht auch gute Gründe für die Norm, die der anderen Seite wichtig ist? Okay, Rune, jetzt haben wir ja bei Violet festgestellt, da hat alles super funktioniert, aber wir können uns ja auch vorstellen, dass es im Alltag mal anders ist. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, an dem wir einfach mal Jörn anrufen und fragen, wie er das in seinen Konflikten löst. Hallo Jörn. Hi. Bei uns geht es jetzt heute um Violet und
Wir hatten den Eindruck, dass sie die verschiedenen Facetten der Normverletzung schon sehr gut rückblickend betrachten konnte. Ist dir bei Violet vielleicht noch was aufgefallen, was zusätzlich interessant sein könnte? Ja, ich fand das bei Violet ja ganz spannend, da muss ich dir auch recht geben. Sie hat das total toll erkannt, was da abgelaufen ist. Was ich nur so krass fand, war, dass ich fand, dass sie ihre eigene Verletzung ziemlich stark relativiert hat. Und ich habe mich so gefragt, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, ziemlich angefressen gewesen, dass die Mühe, die sie sich gemacht hat, ja, sie geht da zu diesem Hausmeister hin, holt die ganzen Router für alle, dass das überhaupt nicht so wertgeschätzt worden ist, wie sie sich da für die WG eingesetzt, gekümmert hat. Das übersetzt sie natürlich auch mit einer Respektlosigkeit, was stimmt, das ist respektlos. Sie war für mich nur zu sehr auf der Ebene der Auseinandersetzung und für mich war dieser Schritt davor so interessant, weil ich wäre erstmal total pisst, wenn ich dafür andere rumorganisiere und dann kriege ich so eine Breitseite abgeräumt. Wenn man da jetzt so bei sich bleibt und erstmal bei dem eigenen Ärger, den, wo du sagst, den fändest du total nachvollziehbar, wenn sie den da empfindet, dann würde ich erstmal denken, okay, so, wenn ich da so bei mir bleibe, komme ich nicht aus dem Konflikt raus. Wie komme ich denn dann trotzdem, obwohl ich auch bei meinen eigenen Gefühlen bleibe, da vielleicht weiter? Indem man das Gespräch sucht und indem man für sich selbst überprüft, wie viel Toleranz bin ich auch bereit, dem anderen zuzugestehen. Und da sind wir ganz schnell wieder auf der berühmten Beziehungsebene. Wenn ich jemanden mag, bin ich viel geduldiger und ertrage vielleicht auch das ein oder andere mehr oder es ärgert mich nicht so, wie wenn das eine Person ist, mit der die persönliche Ebene eher schwierig ist. Und ich finde es immer wichtig, hinzugucken, wie wichtig ist mir jetzt wirklich die Haltung oder mein Wert oder meine Position in einem Streit und wie viel bin ich auch bereit zu und abzugeben und auf den anderen zuzugehen. Weil wenn ich komplett auf meiner Position beharre und sage, nur das, was ich mache, ist richtig, dann kommt man nicht weiter. Jetzt ist ja wahrscheinlich in der Praxis das häufig gar nicht so einfach, die eigenen Normen, Wertvorstellungen da zu hinterfragen. Also welche Tipps hast du vielleicht noch, wie man das anders angehen kann? Also was ich immer ganz wichtig finde, ist zu gucken, worum geht's hier eigentlich. Und ganz viel Stress entsteht dadurch, dass andere Werte und Normen, die mir total wichtig sind, verletzen. Als Beispiel, wie wichtig ist mir Pünktlichkeit. Und es gibt Situationen, da ist es mir total wichtig, dass der Freund oder die Freundin, mit der ich mich verabrede, pünktlich ist, weil wir zum Beispiel ins Theater gehen und ich es hasse, abgehetzt 2 Minuten vor Vorstellungsbeginn da zu sitzen. Und dann gibt es Situationen, ich sitze gemütlich im Café und habe schon einen Kaffee und ein Buch und die andere Person kommt eine Viertelstunde später, schreibt mir vielleicht, ich verspäte mich, dann denke ich, geil, ich kann auch eine Viertelstunde länger lesen. Das ist auch immer sehr von der Situation abhängig, wie weit ich bereit bin, meine Wertvorstellungen zu verschieben. Grundsätzlich ist es wichtig, die eigenen Positionen, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu kennen und da auch darauf zu achten, dass die von dem Umfeld eingehalten werden. Man darf die nur nicht so als absolutes Gesetz nehmen, weil dann kommt man selbst in Stress und dann wird es ziemlich krampfig auch mit den anderen. Okay, was für mich jetzt besonders eindrücklich war, war, dass Björn eigentlich Violet gerade das Recht gegeben hat, auch mal sauer zu sein. Weil wir zwar, oder du zwar im Truck mit ihr schon über die Normverletzung gesprochen hast, auch die Normverletzung, die der Mitbewohner ihr sozusagen zufügt, aber was überhaupt oder sehr wenig Beachtung gefunden hat, war diese Wertschätzung, die sie eigentlich hätte bekommen sollen für das, was sie gemacht hat. Und da ist es dann auch mal gut, in sich selber reinzuhören und zu sagen, hey, ich erwarte eigentlich in der Situation das und das. Und nur so findet man, laut Jörn, glaube ich, wenn ich ihn richtig verstanden habe, auch eine Konfliktlösung, wenn man beide Seiten betrachtet. Also ja, er hat ja hier nochmal sehr klar auch unterstrichen, dass jetzt die eigenen Normen oder Ansprüche da zu reflektieren und dann vielleicht auch ein bisschen zu relativieren, dass es da nicht darum gehen muss, die komplett hinten rüberfallen zu lassen, sondern dass es auch total berechtigt ist, da auch dafür einzustehen, dass auch ein Teil davon mit erfüllt wird.
Was vielleicht ein spannendes Thema dann auch für eine nächste Folge ist, wo es dann vielleicht mal stärker um Emotionen geht. Aber gut, jetzt heute erstmal Normen und Ansprüche. Genau, und dann würde ich sagen, fassen wir auch jetzt erstmal unsere heutige Folge zusammen. In Konflikten sind wir zuerst immer der Meinung, dass die andere Seite etwas getan hat, was sie nicht hätte tun dürfen. Dahinter liegen verschiedene Normen, aus denen wir Ansprüche ableiten. Weil beide Seiten das so sehen, kommt es zu gegenseitigen Schuldvorwürfen, was eine Konfliktlösung sehr schwer macht. Um das zu überwinden, kann man versuchen, alternative Sichtweisen zuzulassen. Dafür gibt es ein paar hilfreiche Fragen, die wir uns selbst stellen können. So können wir die Perspektive der anderen Seite dann besser nachvollziehen. Das war der erste Teil zum Thema, was passiert in Streitsituationen eigentlich in unseren Köpfen. Wir hoffen, dass wir euch ein paar Anregungen geben konnten, um mit euren Konflikten besser umgehen zu können. Probiert es gerne mal aus und schreibt uns in die Kommentare, welche Normen und Ansprüche für euch besonders wichtig sind. In der nächsten Folge geht es dann um eine weitere Sache, von der wir in jedem Konflikt überzeugt sind. Schaut gerne wieder rein, abonniert unseren Kanal und lasst uns auch ein Like da. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Okay, laufen wir denn schon? Okay, crazy. Nochmal. So. Ja. Machen wir nicht mehr, meine Hand brennt immer noch.